Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme im Hyundai-Kanal. Es geht weiter mit diesem Video hier. Und zwar haben wir heute eine Reihe von iPhones vor uns. Aber es geht hauptsächlich um den Vergleich zwischen dem iPhone 7 Jetpack, was ich mir vor kurzem besorgt habe. Und ein Unboxing-Video gibt es natürlich auch dazu in meinem Kanal. Und daneben, was ich mir ausgeliehen habe, das iPhone 7 Rosé Gold. Und ich möchte ganz kurz mal auf die optischen Unterschiede aufgehen, weil die anderen, also ein Unterschied zwischen iPhone 7 und iPhone 5, den Geschwindigkeitstest, da braucht man nicht großartig was zu machen. Das iPhone 7 ist natürlich schneller, natürlich einen besseren Prozessor, ein erweitertes iOS-System etc. und bessere Arbeitsspeicher. Und da kann man einiges so nennen. Mir geht es hauptsächlich um im Video, wie gesagt, um diese zwei iPhones hier, und die beiden habe ich jetzt mal ganz kurz hier so dargestellt. Das kommt natürlich erst am Ende des Videos. Was wir hier als erstes, was ich als erstes zeigen möchte, sind halt diese Rückseiten von diesen beiden iPhones. Hier beim Jet Black leuchtet das Ganze natürlich wunderbar. Wir sehen es auf jeden Fall hier. Das Apple-Logo leuchtet so ganz wenig, sieht man das. Das kann man nicht so gut an der Kamera hier zeigen. Aber was uns hier direkt auffällt, sind diese weißen Antennenstreifen im Roségold. So wie auf der Oberseite, auch in der Unterseite sieht man diese weißen Antennenstreifen. Aber bei dem iPhone 7 Jet Black ist das überhaupt nicht sichtbar, beziehungsweise nicht mit der Kamera. Wenn man näher reingeht mit dem Auge, dann sieht man auch diese Antennenstreifen, aber so im ersten Blick sieht man das Ganze nicht. Natürlich sieht das iPhone 7 Jet Black optisch besonders aus, aber es ist auch ziemlich kratzeranfällig. Das wisst ihr natürlich schon, habt ihr bestimmt auch in anderen Videos gesehen. Was ich hier noch zeigen will, sind halt die ganzen Seiten, also nicht die ganzen Seiten, weil hier ja eigentlich alles so gut wie gleich dann aussehen wird. Hier beim Jet Black das leuchtende Jet Schwarz, also Diamantschwarz, und hier nochmal im Roségold das matte rosa Gold sozusagen, oder das rosa eher. Und ja, ihr seht auch hier an den Seiten die ganzen Antennenstreifen, und dann bei dem iPhone 7 leuchtet das alles von vorne und hinten, von jeder Ecke und Kante. Was wir hier noch haben, ist halt die Front, was ich hier noch zeigen möchte. Ja, die Frontseite hier beim iPhone 7 Jet Black und beim iPhone 7. Hier ist es natürlich wieder in Schwarz. Kein Wunder, dass es hier jetzt nicht in Weiß gezeigt wird. Beim iPhone 7 Rosé Gold ist aber die Vorderseite nicht mehr in Rosé Gold, sondern in Weiß. Und zwar im leuchtenden Weiß und nicht wie im Jet, also so genauso wie im Jet Black quasi, aber in Weiß. Es gibt natürlich auch die ganzen Gerüchte, dass es das iPhone 7 Jet Weiß demnächst auch geben wird, also in Diamantweiß sozusagen wie das Jet Black. Aber ob das Gerüchte sind oder ob das wirklich kommen wird, wird sich später auf jeden Fall zeigen. Was ich auf diesen iPhones hier habe, sind Schutzfolien. Es sind Panzerfolien, die aber leider nicht passgenau sind. Meine Empfehlung ist es auf jeden Fall, sich die Panzerfolien nicht immer online zu bestellen, wenn man sie online bestellt. Auf jeden Fall bei den Bewertungen mal reinschauen, ob sich das wirklich lohnt, weil manche das bestimmt schon so getestet haben. Aber was ich da auf jeden Fall sagen will, ist, dass es natürlich teure Folien gibt für 35 Euro, aber sowas reicht doch eigentlich aus. Es kann aber natürlich sein, dass doch diese Seiten hier irgendwie aufplatzen beim Runterknallen, aber man kann das eigentlich nie so richtig garantieren. Aber es gibt halt natürlich passgenaue Folien, die über das ganze Bild sozusagen gehen. Ja, das, also viel muss man da auch eigentlich nicht zeigen. Die Antennenstreifen sieht man natürlich auch hier wieder. Hier wieder, also da. Ja. Auf jeden Fall hat sich das Ganze verbessert. Ich weiß nicht, was Apple demnächst da machen wird. Wir sehen hier zwar Antennenstreifen, aber beim iPhone 6S zum Beispiel ging das ja hier durch und hier durch. Aber jetzt ist es so ein bisschen fixiert worden, was ich auch gut finde. Das stört das hintere Design nicht so ganz. Mich stört das persönlich überhaupt nicht. Ja. Was wir daneben haben, sind halt die anderen iPhones noch. Hier ist einmal das iPhone 5 in Weiß und hier das iPhone 5 in Schwarz daneben zu sehen. Und das Ganze hat sich halt auch viel getan. Ihr seht ja vom iPhone
5 zu iPhone 7 ist schon ein großer Unterschied von der Größe her, allein von der Größe her, was man hier bei dem iPhone 5 aussieht. Natürlich ist das Ganze jetzt 4 Jahre schon im Betrieb und ihr seht, dass das Home-Button auch nicht mehr gerade sitzt, aber naja. Ja, das war's dann eigentlich mit diesem Video hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne. Was ich noch ganz kurz zum Schluss sagen will, ist, dass das Roségold gar nicht mal so schlecht aussieht, wie ich dachte. Ich habe auch auf jeden Fall Männer gesehen, die sich das gekauft haben. Ist ja eigentlich so eher an Frauen gedacht, aber das sieht wirklich toll aus. Für Frauen auf jeden Fall kann ich das empfehlen. Und kann man eigentlich für jeden empfehlen. Also ist natürlich eine Geschmackssache, auf jeden Fall. Ich will da niemanden ausgrenzen oder so. Ja, das war's dann eigentlich mit diesem Video. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Aufnahme hier im Tech-Kanal. Auf Wiedersehen.